Hallo Grit, ein Kurztrip in deine Liebe. Zeit ist fließend, das sind Kollektivlegungen und könnte ich auf jeden zu treffen. Über ein Abo und Like würde ich mich freuen, genauso wie über Teilen dieses Kanals. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Gar nicht so viel. Das Rad des Schicksals, zweimal. Anfang und Ende, äußere Umstände. Ja, Sachen, die sich wiederholen. Auch was Toxisches vielleicht. Ja, sei realistisch. Zieh Bilanz, was das Fundament angeht, zwischen dir und deinem Gegenüber. Und ja, sprech mit Freunden. Sprech mit Freunden. Für den Krebs bitte. Was dürfen wir dem Krebs damit geben? Aha. Ja, seelischer Zusammenbruch. Depressionen. Auch ein Geheimnis, was da rausgekommen ist, vielleicht. Das Toxische, was wir da haben, also seelisch, da, eine Trennung. Eine Trennung. Risiko. Worum geht es denn auch bei dem Krebs? Ah, da haben wir die männliche Energie. Da. Die männliche Energie, die Partnerschaft, die in Mangel gegangen ist, das Fundament, was nicht da ist momentan. Da. Diskussion, Aufregung. Diskussion, Aufregung. Das Fundament in der Partnerschaft, was verloren gegangen ist. Da haben wir wieder die Würfel, die Entscheidung. Die Würfel, die gefallen sind. Okay. Da haben wir auch die Entscheidung, da fällt sie auch sofort. Bei Krebs steht eine Entscheidung an. Trennung einer Partnerschaft. Da. Ein Kapitel, was man schließt. Da haben wir die weibliche Energie. Ja, für meine Karten muss ich mich entschuldigen. Das ist echt mein Hund. Also die weibliche Energie, wo schaut die rein? Wo schaut die weibliche Energie rein? Bei Krebs? Ja. Haben wir das Paar. Zwischen euch hat sich viel verändert. Zwischen euch hat sich sehr viel verändert. Was dürfen wir dem Krebs dann noch mitgeben, bitte? Ein Hin und Her, Labyrinth. Ja. Ein Hin und Her, Labyrinth. Viele Diskussionen, Streitigkeiten. So. Kurzfristige Entscheidungen. Ne? Ein Hin und Her. Auch wegen dem Geld vielleicht. Ja. Oha. Für den Krebs bitte. Ja. Innerlicher Glaube. So. Du weißt nicht mehr, was du glauben sollst. Ja. Du bist innerlich gefasst, auf alles vorbereitet und du hast keine Ahnung, was in Zukunft passieren wird. Da, du hast Dinge erfahren, da sind Geheimnisse rausgekommen, also du hast Dinge erfahren und ja, das tat dir nicht gut. Das tat dir auf jeden Fall nicht gut. Ja, was dürfen wir dem Krebs da noch mitgeben? Worum ging es denn da? Für den Krebs bitte. Für den Krebsgeborenen bitte. Was dürfen wir da mitgeben?
an der Liebe für den Krebs. Ja. Okay. Ja. Da haben wir den Fuchs und die Liebe. Also ein Treuebruch. Falsche Glaubenssätze, ne? Falsche Vorgehensweisen, Eifersucht, falsche Gedanken, ne? Dieses Aufeinanderzugehen, was man auch nicht mehr mal so macht, ne? Da haben wir auch hier Gefühle, die gestorben sind. Ja. Das ist sehr belastend. Also wir haben da ja auch den Hinweis, das ist seelisch auch sehr belastend. Ja. Und geht's dann noch bei den Krebs? Ja. So. Jetzt haben wir wieder den Fuchs. Also wirklich. Falsche Informationen, falsches Wissen, du weißt nicht alles, da innerliches Misstrauen. Ne? Da hatten wir das Rad des Schicksals, also das von außen, hast du da irgendwas erfahren? Die Energien sind schon lange so da, hat sich irgendwie gar nichts getan. Was dürfen wir den Krebs dann da noch mitgeben in der Liebe? Da haben wir die männliche Energie, wo schaut die rein? Ja. Da haben wir wieder das Ende und die Schwierigkeiten. Blockaden. Für dich ist das zu Ende mit diesem Mann. Ja. Für dich, du hast da irgendwas erfahren. Da. Mit Sicherheit. Ja, da gibt es momentan auch hier keine Problemlösung. Verhärtete Fronten. Trennung. Das ist wirklich aus dem Maus da. Haben wir die Unruhen. Warum geht es da noch bei Krebs? Ja. Ja, das arbeitet in dir, ne? Ja. Du regst dich auf, du bist nervös und ruhig. Deine Seele spricht schon mit dir und du weißt auch nicht mehr, was du glauben sollst. Da ist einiges schief gelaufen. Zum Abschluss für den Krebs in der Liebe. Ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Da haben wir wieder hier die falsche Person. Die Unehrlichkeiten. Die Unehrlichkeiten. So. Vielleicht ist auch wirklich jemand ausgezogen, ne? Du hast auch vielleicht nochmal erwartet, dass man da kämpft, dass er um dich kämpft, aber das ist kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja. So. Auch ein sehr egoistischer Mensch dein Gegenüber. Der denkt nur an sich. Der denkt nur an sich, ja, der zieht das auch durch und da hält er auch dran fest. Ne? Vielleicht hat er sich auch mittlerweile hier um eine andere bemüht. Hm? Da hält er auch dran fest. Also ein Ich-Mensch, wirklich ein sehr ich-bezogener Mensch, dein Gegenüber. Was haben wir denn da noch? Was gibt es da noch zu sagen für Krebs? Ja, ich sag, da kommt nichts mehr. Wir haben ja noch zwei bekommen. Ja. Da haben wir das große Liegesglück, die Gemeinschaft, der Mann, der nur an sich selber denkt, ne? Der ist sich selbst am nächsten. Okay, da kommt nichts mehr. Ich gucke nochmal mit dem anderen Kartendeck für den Krebs. Bitte. Da, die Gefühle.
Komplikationen, weiß ich nicht. Was haben wir da noch? Für den Krebs bitte, da haben wir wieder die männliche Energie. Ja, die männliche Energie. Ja, da haben wir Geheimnisse, geheimes Wissen, geheime Nachrichten, freundschaftliche Gefühle, Gedanken. Die Gemeinschaft, das große Glück in der Gemeinschaft, der setzt andere Prioritäten an Freunde. Da, der schreibt auch heimlich mit, ne, heimliche Nachrichten mit Freunden. Da hat er auch Gefühle entwickelt, ne? Leichtlebigkeit hatte ich da, Egoismus. Ja, die Entscheidung. Die Entscheidung. Ja, was haben wir denn da? Jetzt haben wir wieder die Trennung. Ja, die Trennung. Die Entscheidung. Nicht mehr dran arbeiten. Da. Ihr streitet wahrscheinlich nur noch um die Kinder und ums Geld. Da. Für den Krebs bitte. Was dürfen wir da noch sagen? Ja. Mal wieder die Sense. So. Du schaust an das verletzte Herz. Der hat dir das Herz gebrochen. Der Typ hat dir das Herz gebrochen. Ja, was du da erfahren hast, das hat den Fass im Boden ausgeschlagen. Dieses Aufeinanderzugehen, das Handbrechen. Ja. Das ist das Ende. Man geht nicht mehr aufeinander zu und man will auch keinen Neuanfang. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Da lässt sich auch kein Frieden mehr herstellen. Ja. Falsche Hoffnung, ja, hier. Wir hatten ja da die betrogene Liebe, falsche Hoffnung, der sexuelle Betrug, da Egoismus, falsche Hoffnung, na? Da heimliche Dates. Ihr habt euch getrennt, dein Partner hat dich wahrscheinlich betrogen. Ja. Da ist Schicht im Schacht, da sind die Nachrichten. Für den Krebs bitte. Wie geht das da voran? Können wir noch mal eine Karte haben da aus dem Deck? Ja, die Partnerschaft. Ja, Trennung. Da gibt es auch keine Fortbewegung mehr, keine guten News mehr. Also Trennung dieser Bindung. Ganz eindeutig.